Hi meine Lieben, ich habe ein Action-Haul und zeige euch, was ich Schönes ergattert habe. Erstmal totale Kindheitserinnerung. Haben wir für unsere Kleine diesen süßen Glücksbärchen gekauft. Ja, der hat so ganz viele Funktionen. Der rasselt und der knistert und das ist natürlich super für Babys zum Entdecken und zum Knabbern. Einmal hier den in Gelb und dann habe ich hier nochmal so ein, wie heißt das, Knuddeltuch, Wuscheltuch, wie auch immer. Und das habe ich in Rosa mitgenommen. Ja, das dachte ich mir so, wenn sie dann jetzt irgendwann mal in die Kita gehen darf. Also noch ist ein bisschen hin bis zur Eingewöhnung. Dann kann sie den mitnehmen, der sie dann beschützt und auf sie aufpasst. Und dann gibt es auch noch einen blauen Glücksbärchen. So, dann habe ich mir mal für die Haare so ein bisschen was mitgenommen. Und zwar hier von dieser Serie einmal so eine, ja, Intense Repair. Ich habe keine Ahnung. Ich will es einfach mal ausprobieren. Man tut viel zu wenig für seine Haare. Haarmaske, intensive Reparatur, 1 bis 3 Minuten einwirken lassen und ausspülen. Das. Dann habe ich hier dieses Apfel-Essig-Spray oder ist es nicht Apfel-Winger? Keine Ahnung. Oder was ist Winger? Auf jeden Fall finde ich es bei Chips immer Salt and Winger oder wie auch immer es heißt. Hier haben wir Deutsch Detox-Spray mit ja, Apfel-Essig, genau. Detox-Spray mit Apfelessig, Weichmacher für das Haar, beruhigend für die Kopfhaut, vor dem Styling aufgewaschenes, feuchtes Haar und Kopfhaut sprühen, nicht ausspülen. Sowas mag ich besonders gern. Ich bin kein Fan davon, ewig zu warten, dass solche Haarmasken, also wie jetzt zum Beispiel diese hier, einwirkt und man sie dann wieder abwascht. Oh, da bin ich, dafür bin ich zu ungeduldig. Boah, die Schrift wird immer kleiner. Und hier haben wir Haarserum mit Chiaöl. Und Shea Butter regeneriert und sorgt für zusätzliche Feuchtigkeit auf der feuchten oder trockenen, auf das feuchte oder trockene Haar auftragen, nicht ausspülen. Ja, das ist No Frizz. Und ja, wie gesagt, wollte ich einfach mal ausprobieren. Dann durften ein paar Kerzen mit. Die rechte und die zweite von links, nicht weil wir in der Wohnung rauchen, sondern das tun wir auf dem Balkon. Aber sie riecht halt einfach lecker, vor allem wenn sie an ist. Ich finde, die nimmt unheimlich viel Duft, der nicht in der Wohnung gehört, nimmt die Tabak an die Tabakkerze weg. Also eben nicht nur Tabak. Dann durfte hier noch Holzdüfte. Was? Holzdüfte? Naja, ich hätte jetzt gedacht, wilde Beeren. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall diese einmal, zweimal Antitabak und zweimal Vanille. Die liebe Schnäppchenjägerin hat mir diese Washi-Tapes zukommen lassen. Zu der Zeit gab es die dann aber auch bei uns. Aber ja, mein Gott. Hier einmal diese lila-schwarz-Packung. Die mich total an Sommer erinnert. Richtig schön. Diese habt ihr jetzt auch bestimmt schon gesehen. Aber Berlin aktuell hängen wir wieder mega hinterher. Aber gut, die sollen wohl auch ja keine Ware im Moment bekommen. Und zumindest hängt jetzt nicht mehr alles ab. Es ist jetzt wieder alles offen. Achso, und hier No Frizz hatte ich noch dieses hier mitgenommen. 2 Wochen so eine Ampullen. Also ich lese nicht so bekloppt vor, weil ich nicht lesen kann, sondern weil die Schrift so klein ist. Ja? Haarampullen mit Kreatin und brasilianischem Nussöl zur Glättung von krausen Haar. Brechen Sie die Ampulle auf, die Kur, bla bla bla. Warte, hier steht noch, aufgewaschen und feuchte Haar auftragen und das Haar einmassieren, nicht ausspülen. Sehr gut, genau das Richtige finde ich. So, dann hier, da verschwindet es. Dann hier eine Empfehlung, wir essen die unheimlich gerne, hier mit Sonnenblumenkerne und hier mit Sesam und Erdnüssen. Die kann ich nicht essen. Erdnüsse vertrage ich nicht. Aber Sonnenblumenkerne sehr, sehr geil. Und hier nochmal, hier sind so 4 Riegel drin. Auch Sesam. Das. Dann gibt es hier solche 9 Packungen Strohhalme. Es gibt auch, ja, so, ich glaube, da sind 12 Stück oder so drin. So eine kleine Packung. Habe ich auch erst überlegt, ob ich die nehme. Aber die waren, glaube ich, alle so wie der zweite hier. Und hier fand ich es halt cool, dass man wirklich flexibel nach dem, was man bastelt, eben das Muster hier auch verschieden hat. Man braucht natürlich im Leben nicht so viele Strohhalme, aber sie sind ja auch zum Trinken da. Und oder man kann damit auch schöne Bilder basteln oder manche basteln doch damit so sogar ganze Körbe und so. Ich glaube, dafür kann man die auch nehmen. Und ja, die habe ich einmal mitgenommen in Pink und in Lila. Also vor allem diese Milchkartons, die man so bastelt als Verpackung. Dafür kann man solche Strohhalme benutzen. So, dann bastel ich die Torte meiner Tochter selber. Die hat ja heute, genau, heute ist der 12. Mai, einen Monat Geburtstag und sie wird 1 Jahr alt. Verdammter Pfeffer. Ja, es wird 2 geben. Einmal ein Karottenkuchen, den sie dann auch essen kann. Der ist ohne Zucker und also ein ganzer Mist.
Und den werde ich so basteln. Sie hat, kennt da bestimmt diese typischen Krabbelmatten, die so wie Puzzleteile sind. Den will ich in viereckig nachbasteln. Und dann findet sie im Moment so ein, ja, so eine Stapelfigur, die, wo man so Holzringe raufstapelt und oben ist ein Pilzkopf. Findet sie total toll, spielt sie jeden Tag mit. Und diese Form wird dann die Erwachsenentorte. Wenn ihr da was sehen wollt, dann gerne bei Instagram folgen, weil das sind Sachen, die nehme ich nicht bei YouTube mit. Oder da nehme ich euch nicht bei YouTube mit. Das sind immer, ja, da kommen dann gerne Fotos bei Instagram. Link in der Videobeschreibung. Dann habe ich hier diese zwei noch gefunden. Die haben mir noch gefehlt. Vor allem finde ich das Schwarze hier toll. Das sind ja so Sticker-Sheets große, wo man toll Sachen ausstanzen kann. Oder auch ein kleines Album einschlagen könnte. Wie wenn man zum Beispiel, ich habe hier schon den nächsten Bastelhaul zu liegen. Wenn man ein 10x10 Album macht, ja, dann kann man ja hier das Cover super hiermit einschlagen. Zum Beispiel. Und Sticker, das ist tatsächlich das einzig Neue, was ich im Moment bei uns entdeckt habe. Diese hier sind jetzt angekommen. Die finde ich auch recht hübsch. Schauen so aus. Dann dieses. Das ist auch wieder perfekt für ein Sommeralbum auf das Cover. Also so eine Sache benutze ich gern für ein Cover von einem Album. Oder man kann auch einzeln, jetzt zum Beispiel, wenn man jemand zum Umzug irgendwie gratuliert oder Geld schenken würde, so kann man halt vorne das Haus hier rauf machen. Ja, halt sowas. Das und hier noch die Variante. Genau. Dieses, da finde ich auch schönes Blau hier. So, dann durften jede Menge Umschläge mit, weil ich jede Menge Karten bastel, weil ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich fand bei Tüdel Dings ganz interessant, dass sie jetzt einen Etsy-Shop hat oder glaube ich auch schon länger. Und seitdem überlege ich so ein bisschen oder hadere ich so mit mir ein bisschen. Ich habe schon einen Etsy-Shop seit 2017 tatsächlich, aber ich weiß noch nicht. Und für ihren Geburtstag mal gucken, entweder irgendwie, wo so Nüsse und Brezeln oder so reinkommen, weil wir werden wahrscheinlich draußen feiern, wenn alles klappt. Und alles, wie gesagt, je nachdem, wie Corona sich entwickelt. Also, ne, das sei mal dahingestellt. Ja, hier sind so, ja, wie so Eisbecher sind das. Dann brauchten wir unbedingt neue Topfhandschuhe, Topflappen. Ja, Ofenhandschuhe, genau. Habe ich hier so eine blaue Variante jetzt einfach mal mitgenommen. Die sind auch gar nicht teuer bei Action. Eine Picknickdecke, weil das fand ich auch ganz praktisch mit der kleinen. Die ist ja jetzt so im Krabbelstatus. Und ja, wenn man irgendwie mal spazieren geht oder so und Pause macht, auch alles nach Corona, keine Sorge, dass man sich einfach auch mal zwischendurch irgendwo hinsetzen kann oder wenn man baden geht oder wie auch immer. Entschuldigung, jetzt hat gerade die Kamera noch nicht. Diese gibt es wieder, die gibt es jedes Jahr, die gibt es in Blau, Pink, in allen Farben, 30x30. Das ist so, wenn man halt auf dem Balkon oder im Garten irgendwas hat, was man vor Ungeziefer schützen will. Mehrere Male habe ich euch schon gesagt, absolute Kaufempfehlung. Ich liebe diese Teile. Es sind so kleine Kuchen, ihr seht das rechts, mit Schokolade gefüllt. So lecker. Außerdem kaufe ich ja immer diese rosanen Pupptücher. Da habe ich jetzt die gelbe Variante mitgenommen. Da ist einfach nur der Duft ein anderer. Aber das sind für mich wirklich die Putztücher, um mal schnell was abzuwischen, die ich am liebsten mag. Weil die sind halt richtig nass. Ich mag das nicht, wenn man hier so Dinger rauszieht und dann sind die eigentlich schon staubtrocken und man wischt den Dreck nur hin und her. Und ja, hier möchte ich wieder Verpackung draus basteln, so als kleine Geschenkidee. Finde ich jetzt gerade einfach mal so Sommergrüße versenden oder wie auch immer. Haben wir hier Cocktailparty, Mojito, Sex on the Beach und Cosmopolitan. Das war es an dieser Stelle mit dem Action Haul. Schaut gerne rein, es folgt noch ein Bastel Haul, wie ich ihn ja mal nenne. Ich habe echt coole Blöcke entdeckt, auch wieder was ein bisschen für die Kleine. Ich werde euch ein Sneak Peek, nennt man es so. Ich zeige es mal nur so, damit ich hier nicht zu viel verrate. Habe ich ein Album aus dem 10x10 Block gebastelt. Hatte ich euch ja mal den hier gezeigt. Daraus habe ich jetzt tatsächlich ein Album gebastelt und bin schockverliebt. Auch wenn ich dieses Album abgeben werde. Aber ich bin schockverliebt, weil es alles genau so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber hier an der Stelle sind wir am Ende. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen, ein Abo. Ich würde mich freuen. Abo, dann unbedingt die Glocke aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Denn ich habe wirklich viel gebastelt in letzter Zeit. Und ja, es werden so einige Anleitungen folgen. So, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.